So, jetzt auch wieder tonal begleitet. Nix verpasst. Aber jetzt sind wir doch pünktlich drauf. Donnerwetter. Also, herzlich willkommen aus Dortmund in dieser Vorrunde. Erster Treffer für den BVB. Und Michael Ludwig war der Torschütze. So, jetzt habe ich übrigens auch das gleiche Bild, was ihr habt. Ich hatte vorhin keine Wiederholung, keine Replays und bin jetzt voll auf Stand, was das angeht, und kann euch mir jetzt mit euch zusammen das 2:0 angucken. Erzielt von von Henry Blank. Mit dem zweiten Treffer für den BVB. Also Blitzstart. Da sind wohl jemand auf Rache, denn vielleicht habt ihr das noch auf dem Schirm. Das Finale 2019 lautete 1. FC Köln gegen Borussia Dortmund. Das Finale 2018 lautete 1. FC Köln gegen Borussia Dortmund. Zweimal gewonnen haben das die Kölner. Dortmund noch ohne Cup-Gewinn, insgesamt dreimal in Endspielen gewesen und noch ohne Sieg. Und dieses Jahr soll es endlich klappen und sie legen los wie die Feuerwehr im Vorjahresfinale. Das die Überschrift dieser Paarung. Also nächster Kracher hier gleich zu Beginn. Und wir reden hier schon, weil das natürlich bei so einem Teilnehmerfeld immer schwierig ist, von zwei Mitfavoriten, auch wenn man es den Kölnern in den ersten drei Minuten noch nicht so angesehen hat. Die Kölner, Erster der Mittelrheinliga, haben die mit Abstand am meisten geschossenen Tore, nicht nur in ihrer Liga, sondern im ganzen Teilnehmerfeld. 60 Tore in 13 Spielen. Also die Kölner sind richtig on fire in dieser Saison. Zwei Punkte Vorsprung auf die U17 von Fortuna Köln. 7 Punkte Vorsprung auf die U17 von Viktoria Köln. So, jetzt aber die große Möglichkeit zum Anschluss vergeben. Auch der Abpraller. Jetzt ist er noch aber drin. Luis Mankatz mit dem Anschluss. Er auch draußen sehr erfolgreich. Der viert erfolgreichste Torschütze der Kölner. Draußen 8 Saisontreffer hat er für den FC erzielt. Finale letztes Jahr. Da war die Wiederholung wunderbar abgezogen, da genau an der Ecke. Platziert unten rechts. Oh, Ball klasse rausgespielt. Über die Bande und dann ist der Ball wieder im Tor. Das geht auch richtig munter hin und her. Und das ist sein zweites Tor in diesem Spiel für Henry Blank. Und sie passen sich dem Vorjahresfinale an. Das Ding ging 6:3 für die Kölner aus. Es war das torreichste Endspiel, die 9-Meter-Schießen mal ausgeklammert, aller Zeiten in 20 Ausgaben Freeway Cup. 9 Treffer. Der BVB daher ab Viertelfinale ohne etatmäßigen Torwart. Sie haben das mit einem Feldspieler gelöst. Das ging dank einer überragenden Offensive auch lange richtig gut. Nur im Endspiel dann waren die Kölner zu stark. Gab es noch das eine oder andere Slapstick-Tor im Endspiel. Dieses und alle anderen Spiele aus dem Vorjahr übrigens noch
auf dem YouTube-Kanal des Freeway Cups abzurufen. Also wer da nochmal reinklicken will, um sich das Endspiel nochmal anzuschauen, kann das ja gut tun. So, hier haben wir nochmal eben den Treffer. Über die Bande, klasse, am Tor vorbeigespielt. Also besser kann man die Bande nicht ausspielen. Toll eingefangen auch hier vom Team von Kamera OWL, die hier für die Übertragung sorgen. So, nächster Ballverlust der Kölner. Distanzversuch. Köln bleibt drauf. Ja, Trainer fordern Ruhe ein, war das schön zu hören. Ja, Freistoß für die Kölner, Elias Bakatukanda. So, jetzt der Distanzversuch möglich, über die Bande gespielt, aber das ist kein Problem für Kölns Tobias Pavelczyk. So, nächster Angriff der Borussen mit zwei Mann auf dem Tor und dann vergibt Ayukayo Mengo die große Möglichkeit zum 4:1. Also viele Abschlüsse, viel Tempo. In dieser Partie. Man hat richtig Spaß hier mit beiden Mannschaften. Beide sehr offensiv ausgerichtet. Der BVB in der Westfalenliga aktiv, dort Tabellendritter. Das wäre alles soweit in Ordnung, wenn da nicht eine Mannschaft vor den Schwarz-Gelben stehen würde, die da Schalke 04 heißt. Zwei Punkte ist man hinter den Schalkern, hat aber ein Spiel mehr bereits absolviert, aber ein bisschen Balsam, wobei wir erst die Möglichkeit hier mitnehmen. Ein bisschen Balsam für die BVB-Seele. Das Derby Anfang November, das hat der BVB für sich entschieden mit 2:0. Auf Schalke. Also Schalke vor Dortmund in der Liga, aber mit Derby-Niederlage. So, und die Dortmunder jetzt mit Problemen mit dem nächsten Gegentreffer durch Josia Walter. 2:3. Nächster Ballverlust BVB, Köln Konter, das ist die große Möglichkeit zum 3:3. Starke Parade hier von Daniel Dudek. Dortmund wieder am Ballbesitz. Ich glaube, sie brauchen noch ein Tor. Zwei Minuten vor Ende der Partie wird das noch gefährlich. So, wir sehen den Treffer. Nochmal trocken abgezogen. Keine Chance für Dudek im Tor des BVB. Vier Sekunden waren um, deswegen Ballbesitz Borussia Dortmund. Der Ball muss aus der Hand gerollt werden. Es ist das Regelwerk und das ist jedes Jahr so ein bisschen, die Vereine werden natürlich vorab und auch nochmal vor Turnierbeginn darauf hingewiesen und trotzdem müssen sich die Spieler da immer nochmal dran gewöhnen. Das klappt an Turniertag 2 meistens dann viel, viel besser. Auch das ruckelt sich noch so ein bisschen zurecht. So, der Erklärungsversuch ging direkt in die Füße der Kölner. Das ist die große Möglichkeit zum 3:3. Dudek vereitelt das wieder.
Köln mit Druck, über die Bande geklärt. So läuft jetzt der Konter für den BVB. Tiefer Ball. Aber Köln direkt hinter dem Ball. Und jetzt die große Möglichkeit. Bandenspiel. Es ist wild. Es ist temporeich. Und es ist für ein erstes Spiel schon richtig gut und richtig spannend. Da verpasst Dudek knapp. Kein Foul hier. Beide gehen zum Ball. Noch 14 Sekunden. Bekommen die Kölner noch eine Möglichkeit. Noch eine Chance. Zum 3-3. 5 Sekunden. Das dürfte es gewesen sein. Dudek mit dem langen Ball. Nicht gut verarbeitet. Eine Sekunde auf der Uhr. Das war's. Der BVB gewinnt knapp, aber nicht unverdient sein erstes Spiel mit 3-2 gegen Vorjahressieger 1. FC Köln. Wir sind gleich zurück.